Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal, die 2 Mais. Ich habe euch ja vor vielen Monaten schon versprochen, dass ich euch mal ein bisschen was über unsere Solaranlage auf dem Nugget Plus erzähle. Und heute ist es soweit. Es ist zwar jetzt schon November, aber das Wetter ist heute gut, die Sonne scheint und ich steige den Nugget heute aufs Dach. Und dazu muss ich erstmal irgendwie gucken, dass ich da aus dem großen Dachfenster rauskomme. Und ich bin ja nicht gerade schlank. Nehme ich das große oder nehme ich das kleine? Nee, ich glaube, ich nehme heute mal das große. Ja. Dann nehmen wir heute mal das Bett zur Hilfe. Mal schauen, es müsste eigentlich funktionieren. Oh. Uff. Ganz schön eng hier. Puh. Moin. Ja, ich wollte euch ja ein bisschen was erzählen zu unserer Solaranlage. Habe ich schon länger versprochen. Wir haben die auch jetzt schon fast ein Jahr auf unserem Nugget Plus. Und zwar im Dezember letztes Jahr haben wir uns die einbauen lassen. Nicht unbedingt die ideale Jahreszeit für eine Solaranlage, aber es ist ja nicht so einfach für den Nugget Plus ein Solarmodul zu finden, was da überhaupt drauf passt. Denn, wie ihr seht, wir haben ja hier 2 Dachfenster. Das ist das Nugget Plus Dachpaket. Ein großes Dachfenster so ungefähr in Höhe des Bettes und ein kleines Dachfenster hinten über der Küche. Und deswegen bleibt hier in der Mitte nur relativ wenig Platz für ein Solarmodul. Der ist man halt ein bisschen eingeschränkt von der Größe her. Und ich wollte euch heute mal erzählen, was wir uns denn hier überhaupt verbaut haben für ein Solarmodul und was wir da noch für Komponenten zusätzlich haben für dieses Solarmodul, für die Nutzung des Solarmoduls. Fangen wir doch einfach mal mit dem Solarmodul an. Wir haben hier ein Modul von Büttner Elektronik verbaut. Das ist ein 80 Watt Peak Panel und das ist von der Größe her genau passend für den Platz zwischen diesen beiden Fenstern. Es hat eine Länge von 1050 mm und eine Breite von 450 mm. Das passt also genau hier zwischen dieses große Dachfenster und das kleine Dachfenster. Und das ist ein Büttner Solarmodul. Ich habe mir das aufgeschrieben, genau wie das heißt. Das muss ich mal eben. Das ist ein Büttner MTSM80MC Blackline. Dieses Solarmodul hat im Gegensatz zu vielen anderen Solarmodulen 72 kleine monokristalline Solarzellen. Das heißt also, das ist also so ausgelegt, dass es also deutlich mehr aus der Sonne rauskriegt an Energie. Und wir haben hierzu noch einen speziellen MPPT-Laderegler. Den zeige ich euch nachher unten im Fahrzeug montiert. Das Solarmodul hat eine Leistung von 80 Watt Peak. Hört sich erstmal nicht so wahnsinnig viel an, aber ich erzähle euch ja gleich, für was wir das hauptsächlich verwenden, das Solarmodul. Und es liefert eine Leistung von 300 Wattstunden pro Tag ungefähr. So ist die maximale Leistung angegeben vom Hersteller. Das haben wir zwar noch nicht ganz erreicht, aber trotzdem sind wir damit sehr zufrieden. Die Module von Büttner Solar sind ein bisschen teurer. Das Modul hier kostet so um die 350 Euro. Manchmal ist es im Angebot ein bisschen günstiger. Aber viele von euch werden wahrscheinlich sagen, ach, es gibt auch viel billigere Module in der Größe und in der Leistung. Das ist richtig, absolut. Aber dieses Modul hier ist made in Germany. Es ist speziell für den Reisemobileinsatz konzipiert worden. Es ist natürlich schlagfest gegen Hagelschlag und ist ausgelegt für eine extreme Hitze- und Feuchtigkeitsbelastung. Das Panel wird auch in Extremsituationen, zum Beispiel in der Wüste, eingesetzt. Dazu ist es noch extrem windfest. Es soll also Windgeschwindigkeiten laut Hersteller bis zu 225 km pro Stunde aushalten. Aber ich muss ehrlich sagen, bei den Windgeschwindigkeiten werden wir uns sicherlich nicht mehr mit dem Nugget draußen irgendwo befinden. Klar, er steht vor der Tür bei uns zu Hause, aber ich glaube, das Ding ist fest, richtig fest. Ja, es ist made in Germany, habe ich vorhin schon gesagt. Und was noch der Hersteller dazu gibt, ist eine 25-jährige Garantie auf die Leistung des Panels. Und wie gesagt, wir haben das jetzt seit einem Jahr eingebaut. Es gibt bisher keine Probleme und wir sind sehr zufrieden mit der Leistung. Also für den Zweck, für den wir das Panel nutzen, nämlich für uns hauptsächlich erstmal Batterieladungserhaltung vor unserer Haustür. Denn wir haben zwar ein Haus und hätten zwar die Möglichkeit, alle 4 Wochen ein Ladekabel anzuschließen, um unseren
Batteriestand immer auf Level zu halten. Aber wir sind da einfach zu faul zu. Wir wollen uns darum wirklich nicht kümmern. Deswegen hatten wir auf unserem alten Nugget auch schon ein Solarmodul, was ja wirklich dafür gesorgt hat, dass unsere Batterie eigentlich ständig auf 100% ist. Das leistet dieses Modul auch wenn es ein bisschen kleiner ist. Und unser Haus ist ja ein großes Reihenhaus mit 3 Etagen und das Fahrzeug steht in der Regel eigentlich fast immer im Schatten, auch im Winter oder sowieso gerade im Winter. Aber trotzdem liefert das Modul mit der Abschattung des Hauses immer noch genügend Leistung, um halt die Batterie bei uns auf 100% zu halten. Dass man natürlich im Sommer damit auch mal, ja, wenn man wirklich mal frei steht, die Batterie wieder aufladen kann, ist natürlich für uns ein schöner Nebeneffekt. Wenn wir aber wirklich darauf angewiesen wären, wenn wir also wirklich nur autark stehen würden in unseren Urlauben, in unseren Reisen, dann bräuchten wir natürlich ein bisschen mehr Modulkapazität sozusagen. Dann würde das wahrscheinlich nicht ausreichen. Dann würde man sich, denke ich mir mal, auf der vorderen Seite des Nuggets auf der Nase vielleicht noch ein Klebemodul anbringen oder vielleicht mit einer Solartasche noch zusätzlich Kapazität erzeugen. Das Modul ist ja ein schönes Rahmenmodul, wiegt ungefähr 7 Kilo laut Hersteller. Und wir haben es hier auf dem Dach vom Nugget mit den Edelstahl-Halterprofilen von der Firma Vantec befestigt. Das ist die Firma, die auch unsere Halterung, unsere Höherlegung für die Markise gebaut hat, die wir euch in einem Video schon mal gezeigt haben. Und der Sascha ist Nugget-Fahrer, auch im Nugget-Forum sehr aktiv. Und er hat ja für seinen Nugget damals diese Halterung entwickelt, die sich genau an die Dachform des Nuggets anpassen und ideal halt sind für die Montage von Solarpanelen hier auf dem Dach. Diese Edelstahlhalterung gibt es in 2 Größen, nämlich einmal in 450 mm, passend genau für dieses Panel, und einmal in 500 mm für etwas größere Solarpaneele. Und das Ganze wird geklebt mit Sikaflex auf dem Dach und dann wird es halt fest verschraubt mit dem Solarpanel. Wir haben das Ganze nicht selber gemacht, sondern haben das halt von einem Fachmann einbauen lassen, weil ich bin, ehrlich gesagt, ich habe 2 linke Hände. Und außerdem traue ich mich nicht, ins Dach ein Loch zu bohren. Da bin ich wirklich ein totaler Schisser. Weil, also erstmal fehlt mir das passende Werkzeug, dann fehlt mir das passende Know-how. Und auf der anderen Seite würde ich mich wahnsinnig ärgern, wenn ich bei der Montage von so einem Solarpanel oder beim Bohren irgendwie daneben bohre und nicht da auskomme, wo ich auskommen möchte im Schrank. Aber im Großen und Ganzen kostet das natürlich ein bisschen was. Wir haben jetzt mit Einbau des Solarpanels, mit Einbau des Batteriecomputers und des MPPT-Ladereglers etwas über 1000 Euro bezahlt. Ist sicherlich viel Geld. Viele von euch werden wahrscheinlich die Nase rümpfen und sagen, mache ich für die Hälfte. Aber dann seid ihr auch wahrscheinlich Handwerker, was ich überhaupt nicht bin. Die elektrischen Leistungsangaben für das Panel, die blenden wir euch mal hier unten ein. Die Leitung für das Solarpanel muss natürlich in irgendeiner Art und Weise in das Auto reinkommen. Dafür gibt es hier diese Dachdurchführung. Die wird halt auf das Dach geklebt, auch mit Sikaflex. Das ist dieses schöne schwarze Zeug hier. Sieht nicht sonderlich schick aus, aber es soll ja wirklich dicht sein und auch wirklich halten. Dazu bohrt man dann halt in das Fahrzeugdach hinein, sucht sich halt eine Stelle raus, wo man ja im Fahrzeug herauskommen will. Wir haben das hier bei uns im ersten Schrank, im ersten Hochschrank gemacht. Und von dort aus führt man dann dieses Kabel zur Batterie. So, und hier seht ihr nochmal die Edelstahlhalterung. Die sind halt wirklich genau an die Dachform des Nuggets angepasst, passen auch auf den normalen Nugget, also auf den Nugget mit Hochdach natürlich, und ja, sind aus Edelstahl gefertigt. Und die kann man kaufen auf der Internetseite unser-campingbus.de. So, jetzt gehe ich mal wieder rein ins Auto. Und jetzt zeige ich euch, wie es vom Dach aus weiter hier im Auto geht. Also hier ist das kleine Hickey und ungefähr hier in der Höhe, ja, in der Ecke ungefähr, kommt das Kabel vom Dach aus runter und wird dann hier in den Schrank geführt. Das Kabel kommt hier durch, läuft durch den kleinen Schrank hier, einmal durch das Brett durch oder unter dem Brett durch und wird dann hier an dem Lautsprecher vorbei wieder aus dem Schrank herausgeführt und dann hier in der Verkleidung in Richtung Beifahrersitz geführt. Dann geht es hier weiter rüber. Hier ist jetzt die B-Säule. Dort ist der Beifahrersitz, hier ist der Gurt und hinter dieser Verkleidung am Gurt wiederum geht das Kabel dann runter. Auch wieder durch die Verkleidung und kommt dann letztendlich da unten raus. Hier ist die Sitzkonsole,
Und da ist auch unser Laderegler. Also das Video ist nicht für alte Hasen gedacht, ja? Also ich möchte jetzt nicht, dass hier nachher irgendwelche Kommentare kommen von wegen, oh, was zeigst du uns hier sowas, Pillepalle-Zeugs. Das Video soll für die sein, die noch kein Nugget haben und sich vielleicht darüber informieren möchten, was sie denn für eine Solaranlage einbauen lassen, vielleicht handwerklich gut begabt sind und dann einfach so ein paar Hinweise haben möchten, wo sie denn das ganze Zeug durchführen und montieren. So, jetzt sind wir mal auf der anderen Seite, hier wieder am Beifahrersitz. Also, hier ist die B-Säule. Das Kabel kommt dann letztendlich hier aus der B-Säule raus. Und der MPPT-Laderegler von Victron ist dann hier montiert an der Außenkonsole, an der Sitzkonsole. Dann wird das Solarpanel hier angeschlossen. Und von hier aus gehen dann letztendlich zwei Kabel zu den beiden Aufbaubatterien, die sich hier unterhalb des Beifahrersitzes befinden. Ich zeige euch mal ein Foto, das blende ich euch hier ein, damit ihr sehen könnt, wie das unterhalb des Sitzes aussieht mit den beiden Batterien. Und man kann hier vorne nämlich ein bisschen reingucken. Da sind also die beiden Batterien drin. Und da wird dann letztendlich ja das Kabel angeschlossen. Das geht dann hier unten durch. Der Solarregler, den wir hier verbaut haben, ist ein sogenannter MPPT-Laderegler. Der ist ein bisschen besser von der Qualität als die sogenannten, ich glaube, PWR heißen die, PWR-Laderegler. Denn der versucht also immer das Maximum aus den Solarzellen herauszuholen, auch dann, wenn die Sonne ein bisschen das Solarmodul verschattet. Die Sonne verschattet das Solarmodul, genau, Stäbo. Wenn die Wolken das Solarmodul verschatten oder zum Beispiel man irgendwie einen Baum hat, der ein bisschen was an Schatten wirft auf das Solarmodul, dann holt dieser Solarregler wirklich das Letzte aus dem Solarpanel raus, um möglichst viel Ladung in die Batterie reinzupumpen. Dieser Solarregler hat eine Bluetooth-Schnittstelle. Das heißt, man kann sich damit dem Handy verbinden, eine Software runterladen, eine App auf dem Handy und dann dementsprechend genau nachvollziehen, wie viel Leistung jetzt gerade aktuell in der Batterie ist und auch Leistung in die Batterien reingepumpt wird. Dann haben wir uns in Höhe des Seitenschranks noch einen Batteriecomputer einbauen lassen. Der Batteriecomputer zeigt ein bisschen genauer an, was in den Aufbaubatterien so los ist. Und zwar, Katja hatte das so schön erzählt in dem Wintervideo, dass sie das Bedienpanel vom Ford Nugget Glücksrad nennt. Und das ist auch wirklich so, denn es zeigt ja bis auf die Spannung der Batterie und eine Balkenanzeige nichts an. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, zum einen zu sehen, dass die Batterie jetzt genau 82% gefüllt ist. Hier auf der linken Seite sieht man halt einen Ladebalken. Dann gibt es die Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, wie viel die Batterie momentan an Amperestunden Intus hat. Dann wird momentan, das kann man hier oben sehen, mit dem Begriff Charge wird zurzeit die Batterie aufgeladen durch das Solarpanel. Das heißt, momentan fließen 0,6 Ampere in die Batterie rein. Dann den Stand, die Spannung, 13,1 Volt, 13,0 Volt. Ja, und dann könnte man auch noch, das sieht man jetzt hier, weil hier vorne jetzt Start steht, der kleine Pfeil steht jetzt bei Start. Man könnte hier auch noch die Starterbatterie mit anschließen, so dass auch die Starterbatterie hier noch mit angezeigt wird, wie die Kapazität der Starterbatterie ist. Aber das haben wir nicht machen lassen. Hier kann man sehen, wenn die Batterie nicht geladen wird, wie lange die Batteriekapazität ungefähr noch in Stunden ausreicht. Also steht dann irgendwas mit 150 Stunden, könnte man noch stehen, bis die Batterie leer ist. Und momentan haben wir keine Verbraucher an. Deswegen kann man hier jetzt sehen, wird die Batterie nur mit 0,6 Ampere geladen. Und wenn ich gleich die Heizung einschalten würde, dann würde wahrscheinlich natürlich der Wert etwas runtergehen. Ich kann ja jetzt hier oben mal kurz die Lampe einschalten. So. Und dann sehen wir, die Anzeige ist auf 0,5 Ampere gesunken. Das heißt also, das Licht, was ich jetzt gerade eingeschaltet habe, braucht ungefähr 0,1 Ampere. Das ist nicht viel. So ein Computer gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen von verschiedenen Herstellern. Wir haben jetzt hier ein Modell von Votronic. Das ist das Modell 100S. Das kostet so um die 130, 140, vielleicht auch 150 Euro. Da müsst ihr einfach mal schauen. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Hersteller. Und die Einbauposition selber ist natürlich auch wählbar. Ich fand diese Einbaustelle hier jetzt ziemlich gut. Weil wenn man sich hier im Fahrzeug bewegt, kommt man eigentlich immer an der Anzeige vorbei. Und man hat dann immer im Blick, wie viel Strom man noch in der Batterie hat. Es ist heute also nicht besonders sonnig, sozusagen. Gar nicht sonnig. Viele Wolken, ein paar blaue Sprenkel im Himmel. Und der Nugget steht im Schatten vor unserem Haus. Trotzdem kann man sehen, dass unsere Batterie aufgeladen wird. Das heißt, das Solarpanel lädt die Batterie.
Batterie ist aktuell bei 100%. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz die Victron-App. Die App könnt ihr laden im Google Play Store oder im Apple App Store. Und bevor ihr natürlich das Programm benutzen könnt, müsst ihr das Programm einmal mit dem Laderegler gekoppelt haben per Bluetooth. Und dann seht ihr dort in der Geräteliste euren Laderegler. Den könnt ihr antippen und anschließend wird die Verbindung hergestellt. Und dann sehen wir auch gleich schon den Statusbildschirm. Hier sehen wir jetzt ganz oben, dass momentan 4 Watt erzeugt werden vom Solarpanel. Wir sehen die Spannung und den Strom, der vom Solarpanel erzeugt wird. Und darunter steht die Spannung der Batterie. Und der Zustand ist hier mit Bulk angegeben. Und Bulk bedeutet, dass die Batterie zurzeit geladen wird. Im unteren Bereich werden noch der Zustand des Lastausgangs angezeigt. Den haben wir aber momentan nicht in Nutzung. Wenn man dann nach links wischt mit dem Finger, kommt man in die Anzeige des Verlaufes. Dort kann man sehen, dass jetzt heute bisher 20 Wattstunden erzeugt wurden vom Solarpanel. Wenn ich auf den weißen Balken klicke, kann ich den Zustand nochmal genau erkennen. Hier ist also Bulk angegeben mit einer Ladedauer von 5 Stunden und 38 Minuten. Und hier kann ich jetzt also durch die letzten Tage durchscrollen und genau nachvollziehen, an welchem Tag jetzt wie viel Watt erzeugt wurde. Also man merkt, dass die letzten Tage nicht besonders viel passiert ist auf unserer Solaranlage. Aber immerhin reicht es dazu aus, um unsere Batterie auf 100% oder auf nahezu 100% zu lassen. Blättern wir nochmal nach links, können wir uns die Trends anzeigen lassen. Hier haben wir zwei verschiedene Kurven, die wir uns anzeigen lassen können. Ich habe jetzt hier einmal den Strom vom Solarpanel ausgewählt in Ampere und einmal die Spannung. Und hier kann man ganz gut nachvollziehen, dass halt gerade bei der Spannung das doch ziemlich schwankt, je nach Sonneneinstrahlung oder nach Helligkeitseinstrahlung. Ich kann hier natürlich auch verschiedene Optionen auswählen, um mir halt wirklich alle Informationen von dem Solarpanel anzeigen zu lassen. Ja, und wie vorhin auf dem Dach da oben schon erklärt, der Anwendungszweck für uns, für die Solaranlage, ist prinzipiell erstmal nur die Batterieerhaltung. Wie wir in unserem Video zur Stromversorgung ja erzählt haben, solltet ihr regelmäßig die Batterie aufladen, wenn ihr nicht unterwegs seid. Das heißt also alle 4 Wochen mindestens mal für 24 Stunden das Ladekabel landstrommäßig an den Nugget anschließen, weil die Batterie sich ja selber entlädt und wenn das nicht passiert und die Batterie tiefenerladen wird, dann geht sie irgendwann kaputt. Mit dem Solarpanel auf dem Dach, selbst das kleine Solarpanel auf dem Dach, sorgt ihr dafür, dass die Batterie im Prinzip immer voll geladen ist. Es sei denn, ihr steht natürlich irgendwo total im Schatten und da kommt gar keine Sonne dran. Dann dauert es zum einen sehr lange oder vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Bei unserem Haus ist es allerdings so, dass das Licht eigentlich immer ausreicht, um die Batterie, wenn auch langsam, auf 100% zu bekommen. Im Sommer ist es natürlich sehr gut, weil wenn man wirklich mal frei steht, kann man damit auch wirklich mal ein paar Tage lang halbwegs autark stehen. Wir haushalten ja auch relativ gut. Wir haben keine Riesenverbraucher in unserem Auto. Und von daher ist die 80 Watt Peak Solaranlage für uns eigentlich bis jetzt völlig ausreichend. Wir haben mal überlegt, wenn wir denn wirklich mal längere Zeit autark unterwegs sein sollten, wie vielleicht nächstes Jahr haben wir vor, nach Schweden zu fahren, dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass wir uns zusätzlich noch eine Solartasche zulegen, die man dann flexibel irgendwo hinstellen kann, also direkt in die Sonne stellen kann oder auch vielleicht sogar hinter die Windschutzscheibe legen kann. Damit kann man also noch mal eine ganze Menge extra mehr Strom in die Batterien pumpen. Aber so weit sind wir noch nicht. Da müssen wir einfach mal schauen. Und wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn wir uns so ein Ding zulegen, dann erfahrt ihr das natürlich hier auch auf dem Kanal. Und das war's eigentlich schon. Ich glaube, wir haben alles Wichtige erzählt. Wenn ihr natürlich Fragen habt, könnt ihr wie immer in die Kommentare unten die Fragen reinschreiben. Ich antworte natürlich immer gerne. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt doch mal da unten irgendwo auf den Abo-Button und der Like-Button, ne, dieser Daumen hoch, der wäre auch toll. Das würde uns auch total freuen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim neuen Video von Die 2 Mais. Vielen Dank und tschüss.